Die Digitalisierung verändert unser Leben und unsere Arbeit. Die Frage, wie die Menschheit in Zukunft leben wird, beantworten wir alle gemeinsam. Auf allen Kontinenten, in allen Ländern der Welt. Diese Herausforderungen sind große Chancen. Für uns alle. Die globale Gesellschaft der Zukunft braucht unser Know-how, unsere Kreativität und unsere Leidenschaft. Sie braucht uns als Wegbereiter für eine nachhaltige Entwicklung in allen industriellen Sektoren. Wir alle gemeinsam können die richtigen Antworten auf die großen Fragen von heute und morgen geben. Gemeinsam werden wir die All-Electric Society erfolgreich gestalten und damit einen bedeutenden Beitrag für eine in jeder Hinsicht nachhaltige Zukunft der globalen Gesellschaft leisten. Empowering the All-Electric Society. Grüezi miteinander, live begrüße ich Sie hier aus Dagelswangen zu unserem letzten Webinar in diesem Jahr zum Fachthema Elektromobilität. Ja, immer wenn ich da stehe, geht es um Elektromobilität und heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Es geht um Brandschutz in Tiefgaragen. Und wie immer, wenn es so um fachspezifische Themen geht, habe ich einen Studiogast und heute auch wieder einen Studiogast bei uns da. Tobias Gmür, herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist Brandschutzfachmann. Was heisst das ganz genau? Was kann man sich unter einem Brandschutzfachmann vorstellen? Seit der letzten Normenanpassung ist es so, dass auch Brandschutzfachmann oder Brandschutzexperten müssen eine Prüfung machen, Fachausweis. Und dementsprechend habe ich mich dort angemeldet und habe jetzt den Brandschutzfachmann, also vor ein paar Jahren, den Brandschutzfachmann abgeschlossen, weil mich das Thema halt schon immer auch begeistert hat. Wunderbar. Ein Fachthema da in dem Sinn und ganz am Anfang zwei, drei Spielregeln zu unserem Webinar. Und zwar, Sie können gerne natürlich sich auch aktiv beteiligen. Sie können interaktiv da mitmachen, Ihre Fragen stellen. Sie können dazu Ihr Mikrofon entmuten und dann hören wir Sie da auf dem Lautsprecher und dann tun wir sehr gerne am Schluss von unserem offiziellen Teil Ihre Fragen beantworten. Der Tobias ist sehr, sehr interessiert natürlich an Ihren Problemstellungen, wo Sie sich damit tagtäglich befassen. Dann am Schluss ist auch ein Downloadbereich für Sie parat. Da können Sie das ganze Webinar, alle Folien können Sie dort abladen und dann allenfalls im Nachhinein nochmal genau anschauen. Und das Wichtige ist, das Webinar tun wir aufzeichnen, das geht ins Archiv und Sie können das sehr gerne natürlich zum späteren Zeitpunkt nochmal anschauen oder was Sie natürlich auch machen können, an einen Kollegen den Link weitergeben und sagen, du, schau das mal an. Allerdings, es geht ungefähr eine Woche, bis nachher dann das bei uns im Archiv erscheint, weil das muss da zuerst noch ein bisschen bearbeitet werden und das geht dann via Headquarter, wird nachher dann das aufgestartet. Ja, Tobias, bist du ready? Ja, selbstverständlich. Sehr gut, ich bin auch ready. Und so ganz am Anfang möchte ich Ihnen noch zwei, drei Sachen über Führungskontakt allgemein vorstellen. Und zwar natürlich fachspezifisch ein Thema E-Mobility, aber das, was ich Ihnen jetzt zeige, das ist quasi unsere Stossrichtung, unser Dekadenziel für die nächsten 10 Jahre. Das heisst, Führungskontakt wird sich befassen, wie können wir in dem Sinn die heutigen Herausforderungen, die wir haben, energiepolitisch zum Beispiel, besser umsetzen. Und das ist unser Dekadenziel, das nennt sich, Sie haben es bereits schon gelesen, Empowering the All Electric Society. Was tut sich dahinter verbergen? Es geht um Folgendes. Wir haben intelligente Lösungen. Föhnungskontakt ist ja schon in diversen Themengebieten die heißig, das in den Gebäuden. Es geht darum, eben Gebäude automatisieren. Und in diesem Zusammenhang tut Föhnungskontakt zum Beispiel in unserem Standort in Bad Pyrmont das digitalste Gebäude in Deutschland betreiben. Das ist alles gesteuert, das ganze Gebäude mit eigener Hard- und eigener Software. Also eben, Gebäude müssen intelligent werden, natürlich die ganzen Grossbezüger von Strom, sei das jetzt zum Beispiel die Stahlindustrie, die ja sehr viel Strom benutzt, oder auch zum Beispiel, wenn man Zement herstellen, das sind ja sehr, sehr energieintensive Prozesse. Das ist mir zusammengefasst im Bereich Industrie, aber es geht auch um die Infrastruktur. Auch die Infrastruktur muss intelligent werden, smart werden. Wir reden hier von Smart Cities, wir reden von smarten Beleuchtungssystemen, Kandelaber, die kommunizieren über
LoRa zum Beispiel, so ein spezielles Protokoll. Und in all diesen Märkten ist Phoenix-Kontakt die Hei, auch in der Energieerzeugung, Energieverteilung. Und natürlich ein Faktor in der ganzen Lösung von dieser Sektorenkopplung, das ist die Elektromobilität. Bekannt, man redet ja von bidirektionalem Laden. Auch bekannt sollte sein, dass ja, es gibt Ansichten, dass es eine ganz sinnvolle Lösung ist, dass zum Beispiel das Auto mobile Energiespeicher sind und damit auch das Stromnetz wieder egalisieren können, dass man da die Stromspitze irgendwie abfangen kann und eben die automobile Speichersysteme sind intelligent vernetzen. Und das bezeichnen wir unter sogenannte Sektorenkopplung und Phoenix-Kontakt tut jetzt das ganze Produktportfolio von uns auf das ganze Thema der All Electric Society ausrichten. Das ist ganz grob, wo Phoenix-Kontakt steht. Und dazu haben wir einen ganzen Baukasten, also einen Haufen Produkte im Bereich Elektromobilität. Ich will jetzt da nicht zu tief in Detail gehen, das soll jetzt auch nicht eine Produkteschulung in dem Sinne sein von Phoenix-Kontakt. Einfach kurz zusammengefasst, wir haben einen ganzen Baukasten, um komplette Ladestationen können herzustellen damit, seien das AC-Ladestationen oder auch DC-Ladestationen. Für DC-Ladestationen haben wir auch ganze Leistungselektronikmodule für AC-DC oder DC-DC-Wandler. Also wir können da wirklich, wenn Sie sich mit solchen Lösungen befassen, Sie da umfassend beraten. Und Sie können natürlich jederzeit auch selbstverständlich sich bei mir melden. Ganz kurz etwas zum Thema Steckdose. Ich habe da eine dabei, ich habe sie da mitgebracht. Das ist unsere neueste Generation von Ladesteckdosen. Es hat da zum Beispiel Indikatoren per Leuchtdiode, wo man kann rot signalisieren kann für Störung, was natürlich nicht so ideal ist, blau für Laden oder grün, wenn es frei ist. Neu bei dieser Generation ist, dass wir die Anschlüsse steckbar haben. Es war ein Kundenwunsch von Ihnen gefordert, weil meistens sind die Ladestationen sehr eng ausgestaffiert und dann da mit dicken Drähten oder Litzen da in der Schaltladestation, denn das Verdraht ist nicht so angenehm. Darum haben wir das jetzt da steckbar gemacht, wo man da einfach hinten mit diesen Steckzungen das kann stecken. An und für sich nichts Spektakuläres, aber auf das möchte ich jetzt hinweisen, es gibt neue Normen. Und neue Normen sagen, und das ist vor allem in diesen Ländern matchentscheidend, wo Sie dort die Flagge sehen von Frankreich über Portugal und so weiter, dass da gefordert ist ein sogenannter Shutterschutz. Sie sehen da links die Auflistung, die ganz einfachste Lösung, nämlich IP20 ohne Schutz und dann das Extreme mit dem Shutter. Und das ist eben eine Forderung von gewissen Ländern, dass die Steckdosen sicher sein müssen gegen Berührungsschutz. Das heisst, es gibt dann wirklich keine Möglichkeit, dass ich da reinlangen kann. Und um das zu gewährleisten, um die Normen zu erfüllen, zeige ich Ihnen hier einen kurzen Film. Auf der linken Seite sieht man, wie sich das verhält. Jetzt habe ich den Film gestartet. Wenn man da von der Frontseite den Stecker einstecken, sieht man natürlich nichts Spezielles. Spannend ist dann, wenn man das anschaut, dann in der Ladestation innen selber. Und Sie sehen jetzt, sobald der Stecker eingesteckt wird, tut sich der Verschluss öffnen. Das ist vergleichbar wie ein Fotoapparat. Vielleicht kennen Sie das System her. Und das ist jetzt eben eine Forderung, die in gewissen Ländern muss so umgesetzt werden. Und weil Phoenix-Kontakt ja auf dem internationalen Paket sich bewegt und internationale Lösungen dort anbieten, haben wir natürlich das jetzt auch demnächst bei uns im Portfolio. Dann da habe ich auch noch einen Film für Sie mitgebracht. Da sehen Sie die Produktion von diesen Steckdosen. Das ist alles hochautomatisiert. Wir haben drei Maschinen, die 24 Stunden laufen, wo die Steckdosen gefertigt werden. Übrigens, die Maschine baut Phoenix-Kontakt auch selber in unserem eigenen Betriebsmittelbau. Wir machen nicht nur die Spritzgussformen selber, sondern eben ganze, komplette Maschinen, die da unsere Produkte fertigen. Und ja, ein riesen Output, den wir hier haben bei diesen Socket-Outlets, bei diesen sogenannten Steckdosen, die man dann in die Ladestation einbauen kann. Wir haben ja auch sogenannte Socket-Inlet. Das ist dann quasi das Gegenstück, das im Auto verbaut ist. Und da ist ja Phoenix-Kontakt eine grosse Nummer. Wir beliefern ja sehr wichtige, grosse deutsche Automobilkonzerne mit diesen Inlet, mit diesen Steckdosen. Da sind wir schon ein bisschen einzigartig gegenüber jetzt unseren Hauptwettbewerbern, die wir uns da auch entsprechend abgrenzen. Zu diesem Thema machen wir dann auch noch ein spezifisches Webinar, zu dem komme ich dann noch ein bisschen später. Dann noch ganz kurz eine Neuheit, die ich Ihnen auch präsentieren möchte. Phoenix-Kontakt bringt immer wieder neue Produkte auf den Markt. Einerseits eben treiben durch neue Normen, wie wir das gesehen haben mit dem Shutter oder im Bereich Überspannungsschutz.
ein Produkt, das schon sehr, sehr lange gewünscht worden ist. Ich gehe da gar nicht ins Detail ein. Wichtig steht eigentlich da unten 3 plus 1. Das heisst, das ist ein Kombinationsableiter, wo Typ 1, Typ 2 und Typ 3 Ableiter in einem Gerät hinein vereinen. Ein Produkt, wo man schon sehr, sehr lange darauf wartet. Es sollte schon länger lieferbar sein. Es gibt da noch ein bisschen Verzögerungen. Sie sehen, das sollte verfügbar sein im 2. Quartal. Ja, jetzt sind wir schon bald im 4. Quartal. Wir sind in der Zielgerade. Ich könnte es mal so betiteln, dass wir das Gerät demnächst verfügbar haben und für Sie dann sicher auch ein grosser Nutzen kann sein. Sei das jetzt zum Einbau in Ihrer Ladestation oder grundsätzliche generelle Infrastruktur. Noch ganz kurz, die tollen Produkte müssen auch alle irgendwo hergestellt werden, entwickelt werden. Ich möchte Ihnen da kurz etwas zeigen. Das ist unser Hauptquarter, in dem Sinn nur für die Elektromobilität. Das ist in Schieder, das ist rund etwa 15 Kilometer neben Blomberg, wo unser offizieller Headquarter ist. An diesem Standort Schieder arbeiten jetzt doch auch schon einige Mitarbeiter. Jetzt muss ich gerade schauen, wo das da steht auf dieser Folie. Da steht es nicht auf dieser Folie. Ist ja egal. Einige Mitarbeiter, die einige Kolleginnen und Kollegen, die ich hier habe, vielleicht ganz kurz als Erklärung. Da ist die ganze Entwicklung, Marketing und dahinter ist Produktion und das in Nulllagerhalle, wo wir unsere Produkte zwischenlagern, bevor sie ins Headquarter geliefert werden für die Auslieferung. Auch hier in diesem Campus hat es Büroräumlichkeiten, die von den Kolleginnen und Kollegen von E-Mobility genutzt werden. Es ist aber primär auch unser Ausbildungscenter für unsere Lernenden. Wir tun ja sehr viele Lernende ausbilden, sogenannte Dualstudenten und so weiter. Ein super schöner Campus, wo wir da, ich kann es auch schon dürfen, mal direkt vor Ort anschauen, wo unsere Lernenden da ihre Ausbildung geniessen. Sie sehen ganz genau im Bereich Elektromobilität und Phoenix Contact rund 880 Mitarbeiter weltweit beschäftigen. Die meisten arbeiten in Polen. Das sehen Sie rechts als Bild. Das ist unser Werk in Polen mit rund 400 Mitarbeitenden. Da werden pro Woche, das müssen Sie sich mal vorstellen, pro Woche werden da 130 Kilometer Kabel produziert. Nur Ladekabel Typ 2, also ganz gewaltiger Output, den wir hier haben in Polen. Und in der Mitte noch unser Werk in China. In China ist es etwas speziell im Bereich Elektromobilität. Die haben eigene Normen, eigene Stecksysteme. Und die werden wir natürlich direkt vor Ort in China entwickeln und auch produzieren. Da sind das rund 80 Mitarbeiter, die für den chinesischen Markt produzieren. Das so in dem Sinn eine kurze Vorschau und Replik auf Phoenix Contact, was wir alles haben im Bereich Elektromobilität. Und jetzt geht es zum Thema Brandschutz. Tobias, dein Kernthema, du hast dich schon sehr lange mit Brandschutz in Tiefgaragen befassen. Was ist das Spezielle aus deiner Sicht an Brandschutz jetzt mit E-Mobility betrachtet? Dass es noch keine Normen gibt, würde ich sagen. Ist das jetzt lässig oder nicht lässig? Ja, es ist halt, braucht immer eine gewisse Zeit, bis sich das entwickelt. Manchmal geht es ein bisschen länger, manchmal ein bisschen schneller. Jetzt geht es meiner Meinung nach ein bisschen länger. Mhm. Aber nichtsdestotrotz versuche ich jetzt ja da einen Überblick zu geben. Es gibt Sachen, es ist jetzt auch wieder etwas Neues rausgekommen, ich bin nachher darauf eingegangen. Also, man ist im Wandel. Genau, das ist das Spannende. Der Tobias, du bist ja immer wieder da bei uns im Studio, machen mindestens einmal pro Jahr machen wir das Webinar mit dem gleichen Thema und jedes Jahr hast du wieder neue Facts und neue Überraschungen. Und für mich war es so überraschend, das war glaube ich vor einem Jahr, wo du gesagt hast und aufgezeigt hast, es gibt jetzt Parkhäuser in Deutschland, wo verboten ist, mit einem Elektroauto einzufahren. Das ist korrekt, ja. Das ist eigentlich noch match entscheidend. Ja. Denkst du, das gibt es in der Schweiz auch demnächst? Ich kann da nicht in die Zukunft schauen, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, so wie ich sehe, wie man das Thema handhaben, wie man jetzt regelmäßig eine Tiefgarage nach der anderen ausbauen, ich denke eher nicht. Auch von Seiten Normen gibt es keinen Grund, warum das jetzt so sollte verboten werden. Was ist, wenn jetzt eine Verwaltung sagt, wir wollen das nicht? Weil es ist, glaube ich, schon Leute auf der Hand, wenn ein Auto brennt in der Tiefgarage, ist das ein Sanierungsfall, also da wollen wir, glaube ich, neu bauen. Wenn jetzt eine Verwaltung sagt, nein, wir wollen das nicht, gibt es da Handhabung? Oder können die sagen, das ist unser Gebäude, wir sagen, was da läuft und geht? Also wenn es ein privates Gebäude ist, meiner Meinung nach kann man das rechtlich so durchbringen. Mhm. Öffentliche Parkhäuser, dort wird es dann wieder kritischer. Da komme ich aber auch nachher im Vortrag nochmal drauf zurück. Gut, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Das ist ein Stichwort. Ich gebe dir danke den vielmals. Counter und dann freuen wir uns auf deine neuesten Erkenntnisse und neuesten Inputs. Perfekt. Dann können wir auf die Präsentation gehen. Stefan? Ah, Entschuldigung. Jawohl. Super, perfekt. Also, jetzt, was ich zusammengestellt habe
für die nächsten paar Minuten. Wie tut man denn den Brandschutz überhaupt berücksichtigen? Wie kann man das? Was sagt VKF? Was sagt Denien aktuell? Wo liegen dann Gefahren, wenn etwas passiert? Und was ist meine Empfehlung, wie vorzugehen, wenn man sich jetzt überlegt, in seiner Tiefgarage so Ladestationen platzieren? Wie gesagt, offizielle Normen gibt es nicht. Das Thema, es ist ja immer wieder zu Bränden gekommen, das hat man in den Medien lesen können. Und auch, wenn Sie im YouTube gehen, schauen, so ein bisschen mit dem Schlüsselwort Lithium-Ionen-Akku-Explosion, gibt es dort relativ eindrückliche Bilder und Kurzfilme. Die Thematik ist die, ein Lithium-Ionen-Akku kann sich selber entzünden. Sei das, wenn er einen Zellschaden hat, wenn er eine tiefe Entladung hat oder eine Überladung. Darum braucht ein Lithium-Ionen-Akku auch zwingend ein Batterie-Management-System. Wenn es dann doch zu einem Brand kommt, hat man diverse Möglichkeiten. Es gibt einen Löschmittelzusatz, sogenannten F500EA. Das ist ein Löschmittelzusatz, der die Oberflächenspannung vom Wasser brechen. Das heisst, das Wasser kann feiner in den Akku eindringen, durch das kühlen, durch das schneller löschen. Ich habe mit dem Kommandant von der Flughafenfeuerwehr Hamburg letztes Mal geredet, wie sie denn das handhaben. Die haben inzwischen einen riesengroßen Container mit Wasser gefüllt. Und wenn es zu einem Brand kommt, rühren sie das Fahrzeug oder den betroffenen Akku einfach dort reinrühren. Auch die Feuerwehr in der Schweiz schafft es so. Auch in der Aviatik ist das Thema Powerbanks oder Lithium-Ionen-Akku angekommen. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, Sie dürfen im Gepäck keine Powerbanks mehr befördern. Das wird nach der Gepäckaufgabe auch kontrolliert. Also wenn Sie trotzdem illegalerweise eine Powerbank in Ihr Gepäck hineindrücken, kann es sein, dass Ihnen der Koffer aufgemacht wird und das rausgenommen. Und wenn man eine Powerbank mitnimmt im Handgepäck, ist es so, dass man nur bis zu einer gewissen Milliampere-Grösse der Powerbank darf mitnehmen. Zusätzlich muss die Leistung oder eben die Milliampere auch ganz klar drauf deklariert sein. Wenn Sie eine Powerbank haben, die nicht deklariert ist, dann wird Ihnen die unter Umständen weggenommen. Wenn wir jetzt zurückkommen zu den Bränden in die Tiefgarage, dann kann das zum Beispiel so aussehen. Und dort ist natürlich ein Elektroauto oder eine Ladestation ist eine potenzielle Brandgefahr oder Brandlast. Und weil man halt extreme Rauch- und Wärmeentwicklung hat, kann es auch zu Betonabplatzungen kommen. Mit diesen Betonabplatzungen werden die Armierungseisen freigelegt. Und dadurch gibt es eine Wärmeleitung und die ganze Tiefgarage kann instabil werden. Und das ist natürlich nicht das, was man will. Jetzt kann man sich fragen, ja, wieso macht man denn die Lithium-Ionen-Akkus, wenn die so gefährlich sind? Der technische Effekt ist, dass die einfach viel größere Kapazität haben als Blaisyri-Batterien und sich jetzt so durchgesetzt haben. Ich habe vorher erwähnt, das sogenannte Batterie-Management-System oder Batterieladesystem. Dort ist ein Fehler, wenn man nicht das handelsübliche Ladekabel für das Produkt nimmt, ist schnell passiert. Hier ein Beispiel aus der Praxis. Oben rechts ist ein alter Booster, ein altes Ladegerät. Das hat eine Eingangsbuchse gehabt und jetzt ist das kaputt gegangen. Jetzt hat der Käufer das ersetzen lassen und das ist nicht das komplette Produkt ersetzt worden, sondern nur der Booster selber. Und der neue Booster hat dann plötzlich zwei Eingänge gehabt, das heisst einmal zum Laden und einmal zum Energie beziehen. Beim Laden ist anstatt der Eingang der Ausgang verwendet worden, das Batteriemanagementsystem somit überbrückt und es ist zu einem Brand gekommen. Jetzt gehe ich davon aus, alle von Ihnen haben handelsübliche Unterhaltungselektronik, sei es irgendwelche Smartphone oder so im Einsatz. Ich habe ein Beispiel von Elektrovelo, was dann die Gebrauchsanleitung sagt. Und wenn Sie das anschauen, zeigt zum Beispiel Stromervelo, dass man so einen Akku nur auf einer trockenen, nicht brennbaren, also in einem trockenen Raum, auf einer nicht brennbaren Unterlage. Und Scott-Velo, die gehen noch weiter und sagen sogar nur tagsüber, also nicht in der Nacht. Das heisst, in der Nacht im Schlafzimmer oder im Nebenzimmer den Akku laden. Es kommt zu einem Brand, es hat eine extreme Rauchentwicklung. Bis sie merken, dass es brennt oder dass sie Rauch haben, sind sie schon fast
tot. Und das ist ja nicht unbedingt das Ziel. Und darum sind die Warnhinweise. Jetzt kann man wieder sagen, gut, was bedeutet das oder was hat das für Folgen? Auch da kann ich Ihnen aufzeigen, anhand von einem 1-zu-1-Beispiel, wenn es zu einem Brand kommt, wie wird das von Behördenseite verfolgt? Das ist jetzt das Beispiel von einem Brand auf einem Gartenareal. Dort ist es so, dass man sofort sagt, das ist ein Verstoß gegen das kantonale Feuergesetz. Dann gibt es Brandschutzrichtlinien. Jedermann ist verpflichtet, alles im Zumutbaren zu tun, dass eben nicht ein Brand passiert. Und in dem Fall ist jetzt die Zigarette in einem Kübelsack und nicht in einem nicht brennbaren Behälter gelagert worden. Durch das ist es zu einem Brand gekommen. Man hat sofort in der Strafanzeige von fahrlässigem Verhalten geredet. Das hat eine Buß gegeben. Die ist jetzt da noch relativ human, aber eben auch ein Eintrag ins Strafregister. Und jetzt können Sie sich vorstellen, Sie haben einen Akku von einem Stromer-Velo, der sagt, Sie dürfen den noch tags überladen, Sie halten sich nicht dran, es kommt zu einem Brand. Sind das alles Sachen, die wieder auf Sie zurückkommen. Jetzt möchte ich mit Ihnen schauen, was gibt es denn für Normen, wo man sich aktuell daran halten kann. Wir haben schon in den letzten Vorträgen hat es ein FAQ gegeben, Nummer 12004, das finden Sie im Internet, wo die VKF eine Aussage darüber gemacht hat, darf ich Ladestationen in die Tiefgarage machen? Es ist bejaht worden, das Ganze. Die VKF hat sich dann auf den IN bezogen, und zwar auf die eingeblendeten Artikel, und man hat dort einfach definiert, es muss ein RCD davor haben und es dürfen keine Haushaltssteckdosen auch wieder wegen Brandgefahr eingesetzt werden. Neu, respektive am letzten Vortrag noch nicht aufgelistet, ist das Brandschutzmerkblatt von der VKF zu Lithium-Ionen-Batterien. Das ist vom 01.06.2021. Dort wird nun mal ganz klar eine Begriffsdefinition gemacht. Was ist jetzt ein Lithium-Ionen-Akku? Was gibt es alles für Produkte? Und es wird auch nochmal auf Gefahren hingewiesen von der Selbstentzündung und vom Zellenkurzschluss, so wie ich es bereits erklärt habe. Weiter gibt es dann eine Unterziffer, die 4.10, die sich effektiv um das Parkieren von Elektrofahrzeugen in die Tiefgarage befasst. Dort wird dann aber wiederum einfach auf den IN verwiesen, dass nur eine fachkundige Person so Ladestationen soll installieren soll, dass nur Originalladestationen sollen verbaut werden und weiter ein Verweis auf das Jahr 2060, wo dann auch abgehandelt wird. Und eine Broschüre von der Elektroswiss mit dem Titel «Anschluss finden, Elektromobilität und Infrastruktur». Das sind die, Entschuldigung, das sind die Punkte, wo das Merkblatt tut, verweisen. Weitere Sachen gibt es bis heute nach meiner Kenntnis nicht. Sollte jemand im Publikum noch irgendwelche Hinweise haben, tue ich die gerne entgegennehmen und würde dann das entsprechend auch wieder recherchieren. So wie ich das auch gemacht habe, wie eingangs erwähnt, wie machen es die anderen? Was machen unsere Nachbarn? Das ist das, was der Stefan gesagt hat. Dort ist tatsächlich verboten worden, Elektroauto in die Tiefgarage zu parkieren. Ich bin dann dieser Sache nachgegangen und habe gesehen, dass Leonberg, das ist nahe Stuttgart, und Klumbach, das ist oben an Nürnberg, die haben wirklich Elektroautos im letzten Jahr aus der Tiefgarage verbannt. Da gibt es einen Bericht von PC Welt vom 4. März 2021. Das Ganze ist aber rechtlich selbstverständlich jetzt diskutiert worden. Ist das überhaupt erlaubt? Darf man das machen? Und man hat auch darüber geredet, bringt das überhaupt etwas oder nicht? Bei uns in der Schweiz ist der Brandschutz kantonal geregelt. Das heisst, theoretisch wäre es möglich, dass einzelne Kantone irgendwelche Weisungen oder Vorschriften rausgeben. Bis heute ist mir dort nichts bekannt. Jetzt kommen wir zurück zum Brandschutz. Ganz kurz, wie ist denn das überhaupt aufgebaut in der Schweiz? Wir haben einen baulichen Brandschutz, der sich hauptsächlich auf, ich sage jetzt einfach gesagt, Wände, Decken und Türen bezieht. Wir haben einen technischen Brandschutz, der eine allfällige Brandmeldeanlage oder Rauch- und Wärmeabzuganlage usw. abdecken. Und wir haben den organisatorischen Brandschutz, der den Gebäudeeigentümer oder Betreiber verpflichtet,
dass er das Gebäude auch entsprechend unterhaltet, sprich, dass Brandschutztüren halt eben auch wirklich geschlossen sind oder freigehalten, dass sie im Brandfall zugehen können und dass auch die Anlagen auf dem entsprechenden Stand sind. Und erst, wenn alles das nicht mehr funktioniert oder nicht gut funktioniert, kommt es zu einer Intervention von der Feuerwehr. Wenn wir jetzt auf die Tiefgarage gehen, was treffen wir dort an? In einer Tiefgarage haben wir klassischerweise irgendwelche Löscheinrichtungen, je nach Tiefgaragengröße, Handfeuerlöscher oder Feuerlöschposten. Wir haben Brandmeldeanlagen, Sprinkleranlagen, die vorhanden sein können, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, die wir heute im Detail anschauen wollen, und die Thematik der Flucht- und Rettungswege. In der Brandschutzrichtlinie 2115, Artikel 3.1, ist definiert, wenn man ein Parking hat unter Terrain, grösser als 600 Quadratmeter ohne Sprinkler, dann muss man zum Beispiel so einen RWA einbauen. Und vom Vorgehen her empfehle ich, wenn man die Tiefgarage beurteilen will, sich Brandschutzpläne beschaffen, weil diese Pläne müssen herum sein, mit der Baueingabe zusammen müssen die Pläne vorhanden sein. Und die sind auch, ich sage jetzt, einfach gehalten. Also ohne, dass man jetzt gross Schule macht und Experten ist, findet man sich eigentlich in diesen Brandschutzplänen zurecht. Ich habe ein Beispiel dabei, das sehen Sie jetzt hier eingeblendet. Da ist jetzt ein Schnitt durch eine dreistöckige Tiefgarage. Wir haben die ausgerüstet mit einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage. Wir sehen, da kommt Zuluft rein. Auf der linken Seite wird die allfällige Rauchgas abgesogen. Und wenn man das im Schnitt anschaut, sieht dann das so aus. Dann sieht man auch hier, wir haben jetzt aktuell von dieser Seite haben wir Zuluft in die Tiefgarage rein. Und auf dieser Seite haben wir die Abluft. Das ist mit Pfeilen gekennzeichnet. Das hat zu diesen Brandschutzplänen auch Legenden dazu, die relativ einfach verständlich sind, wo man sich orientieren kann, wie funktioniert technisch so eine allfällige RWA, die vorhanden ist in einer Tiefgarage. Ganz wichtig, von wo kommt die Zuluft, wo geht die Abluft weg. Die Pläne sind auch im Internet verfügbar, in bsvonline.ch. Dort hat es auch weitere Flucht- und Rettungswegspläne-Beispiel und Feuerwehrplan-Beispiel, wo man sich einmal zu Gemüte ziehen kann, wenn man das möchte. Und jetzt unsere Frage von heute: Ja, wo platziere ich denn jetzt demnach meine Ladestation, wenn ich neu in meiner Tiefgarage Ladestationen machen will? Es bietet sich an, von der Installation her, in der Kernzone haben wir Steigzonen. Das heisst sanitär wie aber auch HLKS-E-Steigzone. Also werden wir mit den Elektroinstallationen irgendwo da in der Kernzone raufkommen. Vom Installationsweg her kann man sagen, ja gut, dann gehen wir gerade da unmittelbar in diesem Bereich und platzieren unsere Ladestationen. Ich würde empfehlen, in diesem Plan jetzt schauen, wie funktioniert der RWA. Da sehen wir hier die Zuluft, da sehen wir die Abluft. Und dann würde ich halt eher in diesen Bereich hineingehen. Weil wenn es zu einem Brand kommt, sind wir da unmittelbar bei der Abluft von dieser RWA-Anlage. Das heisst, der Rauch wird auf dem schnellstmöglichen Weg abgesogen und tut uns nicht die ganze Tiefgarage verrauchen. Logisch, wir haben die Ecken, wo beeinträchtigt wird, aber wenn wir Glück haben und der RWA gut funktioniert, ist der Rettungsweg noch zugänglich und die da vorne erst recht. Wenn wir den Brand hier in der Mitte haben, in der Tiefgarage, dann wird es relativ schwierig. Wobei die Praxis auch da zeigt, Tiefgaragen werden vollumfänglich ausgerüstet. Dann geht das natürlich nicht mehr, dass man das tut, auch noch berücksichtigen. Wenn man aber nur einzelne Ladestationen macht, dann ist meine Empfehlung, auf das zu schauen, um eine optimale Entrauchung zu gewährleisten. Das zu dem Thema. Wir haben weitere Möglichkeiten, wenn Sie den Brandschutz interessieren oder weiter interessieren. Schulungen in der Grössenordnung von einem halben Tag, wo modulweise aufgebaut ist, dass man auch auf sich zugeschnittene Module auswählen kann. Die neueste Modul, die wir gemacht haben, ist das Thema Übereinstimmungserklärung, das am Ende des Projekts von jedem Haustechniker ausgefüllt werden muss und immer wieder zu Fragen und Diskussionen führt.
Dann das Thema KBOB, Produkteverordnung, Thema CCA und DCA-Kabel, Einzelzulassungen, weil halt die Brandschutzprodukte tut man immer, wenn man über Funktionserhalt redet oder über Brandschutzprodukte, redet man verbaut wie geprüft. Teilweise ist das in diesen Projekten nicht möglich und dann muss man auf Einzelzulassungen gehen. Dort habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man frühzeitig auf Behörden zugeht und Absprachen macht, dann kann man dort sehr gute und ebenfalls funktionierende Lösungen erarbeiten. Wenn man einfach irgendetwas zusammenbasteln will, dann kommt es dann meistens zu bösen Überraschungen. Verschiedene Schulfilme oder Schulungsfilme haben wir gemacht für Sprinkleranlagen und RW-Anlagen. Und die Kurse können dann auch wahlweise halbtägig für Elektriker-Weiterbildung anerkannt werden oder VKF-Anerkennung für die, die vom Brandschutz kommen. Hier noch eine kurze Übersicht von den einzelnen Modulen, die möglich sind. Das ist der grüne Teil, sind mehr so Grundlagen und die rechtlichen Grundlagen. Dann haben wir eben die Exkurs mit Einzelzulassungen, KBOB, über die kompletten Brandschutzrichtlinien, die wir uns unterhalten können, über den integralen Test oder dann Brandschutzkonzept, wie setzt sich so eins zusammen, wie wird so eins erstellt. Auch das, wenn man sich einmal getraut, so eins sich anzuschauen und durchzulesen, es ist gar nicht so kompliziert, wie es am Anfang aussieht. Somit wäre ich am Ende. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und dann möchte ich wieder zu dir rübergehen, Stefan. Danke vielmals, Tobias. Meine Damen und Herren, Tobias Gmür ist das gewesen, Brandschutzfachmann. Dann bist du aber auch noch Projektleiter bei der Firma Burkhalter Technik zum einen und zum anderen bist du auch noch Präsident von dieser Lernplattform ElectroMinds. Vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Worte sagen. Was ist das ganz genau für eine Plattform? Also ElectroMinds haben wir geschaffen vor, ja, das ist jetzt über 10 Jahre her. Da hat es noch nicht jede Schule oder überall sind so Plattformen rum gewesen, wie es heute standardmäßig gibt. Und das ist halt die Grundidee gewesen, dass man sich irgendwo über Mail ist man begrenzt gewesen, um sich gegenseitig Dateien hin und her schieben. Da gibt es eine Plattform, da kann man als Schulklasse seine Sachen aufladen und kann dann das dort nutzen und teilen. Das war ursprünglich einmal die Idee gewesen. Wir haben dann das weiterentwickelt, hauptsächlich Schwerpunkt jetzt auf die Elektro-Weiterbildung. Wir haben einen Haufen Lerndokumentationen, Fragen. Wir haben auch eine technische Dokumentation herausgegeben, wo gemäß BKP über alle Anlagen ein bisschen Auskunft gibt und betreibt zwei Apps, im App sowie im Android Store für die Lernenden, also wenn man Lehre macht als Montageelektriker oder Elektroinstallateur, aber auch für die Weiterbildung bis und mit zu den meisten Prüfungen. Wow, Tobias, du bist also sehr engagiert in der Ausbildung, jetzt auch da, wo ihr das ganze Know-how, danke nochmal, Tobias, auch Ihnen weitergegeben hat. Wenn Sie Fragen haben, ist das jetzt dann demnächst der Zeitpunkt, um Ihre Fragen zu stellen. Sie können nachher dann das Mikrofon freischalten und oder auch uns ein Mail, also das ist nicht mailen, das bin ich auch irritiert gewesen wegen etwas Technischem, aber Sie können nachher auch einen Chat hier schreiben und nachher dann so Ihre Fragen stellen und der Tobias wird sie dann gerade selbstverständlich dann da live beantworten. Dann möchte ich jetzt an dieser Stelle eine Vorschau noch machen auf weitere Webinare, die wir Ihnen anbieten. Und zwar wäre jetzt eigentlich geplant, an dieser Stelle eine Schaltung in unser zweites Studio-Setting über. Der Christian Gasserini müsste jetzt eigentlich dort stehen. Der Christian, er ist selber Feuerwehrmann und es hat jetzt wirklich dazu verwollen, hat wirklich einen Alarm bekommen, hat müssen ausrücken. Und darum tue ich jetzt das ganz kurz übernehmen, spontan. Und zwar eine Vorschau auf das nächste Webinar, das wir anbieten zum Thema Energiemessungen. Unsere Geräte dazu heissen EM Pro und Energiemessungen sind ja im Moment wichtiger denn je. Wir reden von Strommangellagen und da muss man wissen, wie die Energieflüsse sind im Gebäude oder auch in der Infrastruktur. Es geht darum, zum Beispiel auch im Bereich Elektromobilität, wo man wissen, wie jeder Ladepunkt, was der für Energiebezug zum Beispiel hat. Und da haben wir ganz coole Geräte, die man sehr einfach konfigurieren kann. Und das wird Ihnen zeigen in diesem Webinar am Freitag, 25. November, um 11 Uhr. Der Christian ist dann da live im Studio. Ich hoffe, dass er dann nicht wieder ausrücken muss und einen Alarm bekommt. Und wird Ihnen dann da die Geräte näher bringen und auch zeigen, wie Sie die ganz einfach konfigurieren können. Das ist eine kurze Vorschau also auf das Webinar. Dann noch wichtig ist, wir haben auch
alle Webinare, die wir produziert haben, haben wir im Archivbereich unter phoenixkontakt.direct. Können Sie das dort abrufen. Und wir haben dieses Jahr auch andere Schwerpunktthemen gemacht im Bereich Elektromobilität. Zum Beispiel eben neben Brandthemen wie heute haben wir vor 2 Wochen produziert in Betriebnahme von DC-Ladestationen zusammen mit Elektroswiss. Der Film sollte demnächst dann auch im Archiv abrufbar sein. Wir haben aber auch gezeigt, zum Beispiel die Verbindung von Emalytics, das ist Gebäudesoftware und Hardware von Phoenix Kontakt, zum ganzen Gebäude oder auch Areal können intelligent steuern. Da gibt es jetzt eine Schnittstelle zu der Invisia-Lösung. Invisia ist ja sehr innovativ im Bereich von ganzen Ladeparks, im Bereich Energie, Lade- und Lastmanagement. Da gibt es also auch eine Schnittstelle. Und diese Schnittstelle bringen wir Ihnen auch näher bringen im Rahmen von so einem Webinar. Es hat aber auch ganz, ganz viele andere Themen, weil Phoenix Kontakt ist ja sehr, sehr breit aufgestellt. Gehen Sie mal schauen, gehen Sie mal stöbern. Und ich bin überzeugt, es findet da ganz sicher das ein oder andere Thema, wie zum Beispiel jetzt eben da Energiemessung, wo Sie könnten interessieren. Dann als nächstes ist jetzt auch der Bereich offen, wo Sie können, die Dokumentation downloaden können. Also den ganzen Foliensatz für heute können Sie da downloaden. Und dann würde ich sagen, Tobias, sind wir bereit für Fragen. Entweder können Sie, wie gesagt, das per Audio stellen. Sie können Ihr Mikrofon jetzt freischalten und Ihre Fragen oder auch Anmerkungen zu diesem Webinar uns da live bekannt geben. Oder Sie können auch uns, wie gesagt, da im Chat hineinschreiben. Sie mal gespannt, ob sich da jemand meldet. Darf ich noch schnell etwas noch einschalten, habe ich da gerade gesehen. Dass wir auf Fragen hören. Gut. Wenn Sie Fragen haben, können Sie jetzt also Ihr Mikrofon freischalten oder eben im Chat hinein da schreiben. Chat sind noch keine Fragen gekommen. Entweder haben wir alle erschlagen oder sind alle hungrig. Es kann auch sein, hungrig, wenn wir durchschauen. Ja, 11:30 hätte, glaube ich, noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Vielleicht noch ganz generelle Frage. Du tust dich ja sehr stark auch mit Elektromobilität befassen. Was ist so deine Trendaussicht? Was meinst du, wo steht Elektromobilität in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Ja, das ist jetzt meiner Meinung nach noch schwierig zu sagen, weil es hat so viele Entwicklungen Richtung Wasserstoff. Eben bleibt, jetzt haben wir vorher Strommangel angehört, oder? Mhm. Bleibt das also so, dann wird es natürlich relativ schwierig. Oder aber wird das schwierig für Wasserstoff? Das, Wasserstoff braucht das sehr viel das Energie. Richtig, das ist richtig. Also, genau. Das sind ja, fast schon philosophische Diskussionen und Gedanken, was aktuell alles rum ist, meiner Meinung nach. Aber wir machen jetzt so etwa 5 Jahre gefühlt das Webinar zu diesem Schwerpunktthema Brandschutz in Tiefgaragen. Wenn man jetzt nur schon anschaut, die riesen Entwicklungsschritte, die es gegeben hat, nur schon automobilseitig, ich glaube, vor 2-3 Jahren war es ein bisschen so wie eine Badwanne, hat es noch kein gescheites Automobilmodell gegeben. Und jetzt ist doch eine riesen Vielfalt da. Ja, das ist definitiv so. Also, es hat sich entwickelt und weiterentwickelt. Das sieht man auch von den Normen her, weil es hätte das alles nicht gebraucht, wenn nicht das sich so summiert hätte. Und dementsprechend ja, sind wir gespannt, wie sich's entwickelt. Du bist in einer sehr grossen Firma tätig, Firma Burkhalter Technik, die rational sehr aktiv ist. Wie siehst du das von der Bauvolumen her? Ist die Elektromobilität jetzt angekommen? Oder ist immer noch, kann man von Glück reden, wenn überhaupt das Leerrohr parat ist in der Tiefgarage? Gut, ihr seid jetzt eine professionelle Firma mit professionellen Planungen und so weiter dahinter. Aber es war lange so gewesen. Da haben wir ja bis vor 5 Jahren, wenn überhaupt das Leerrohr einbetoniert ist, schon viel gewesen. Wie siehst du da? Also, dort ist, also Leerrohr, das ist sicher überhaupt kein Thema mehr. Es sind Leerrohrinstallationen. Das würde ich sagen, das war fast schon vor 10 Jahren so gewesen, dass man das gemacht hat, als Minimum. Jetzt geht es schon mehr ums Ausbauen. Es ist ja auch in der SIA 2060, sind ja jetzt die verschiedenen Ausbauphasen, die man in einem Gebäude machen kann, ganz klar umschrieben. Und in diese Richtung geht das weiter. Also es ist Standard, dass man heute ein Flachbandkabel verlegt, dass man eben Ladestationen anrüsten kann. Also ich würde sagen, dort hat sich schon in diese Richtung entwickelt. Und jetzt habe ich auch gesehen, es ist eventuell eine Frage reingekommen. Da würde ich gerne vorlesen vom Alexander Beck. Sie haben über Platzierung der Ladestationen in Einstellhallen gesprochen. Generell werden doch die Ladestationen nach Bedarf platziert und nicht nach Brandschutzkonzept. Dürfen in Zukunft die Ladestationen nur noch in gewissen Zonen installiert werden oder wie dürfen wir diese
Wie dürfen wir dies verstehen? Okay. Herr Beck, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, wir dürfen das sagen, Sie sind von der Firma AMAG. Sie sind ja auch direkt betroffen. Sie haben da grosse Parkanlagen, grosse Parkhäuser, die Sie da bewirtschaften. Ja, was würdest du zu dieser Frage sagen vom Herrn Beck? Ja, also dort kann ich ganz klar sagen, nein, es gibt definitiv keine Vorschriften. Das, was ich heute da referiert habe, das ist wirklich eine Empfehlung. Wenn man auf das kann Rücksicht nehmen, ist das nach meiner Meinung nach das Beste, was Sie sicherheitstechnisch machen können. Sie dürfen aber grundsätzlich die komplette Tiefgarage mit Ladestationen ausfüllen. Dort gibt es keinen Hinderungsgrund von Seite VKF, dort gibt es keinen Hinderungsgrund von Seite NIN. Also da ist mir nichts bekannt. Die Garagen, die dürfen komplett ausgerüstet werden. Ich hoffe, das ist so beantwortet. Und ich habe gesehen, es ist noch mal eine Frage reingekommen. Und zwar von T45H. Gibt es schon Infos zu möglichen Anpassungen von Gebäudeversicherungsprämien bei Tiefgaragen mit ausgebauten Ladeinfrastrukturen? Okay, es geht um Kosten. wer ist der Herr oder die Dame, die die Frage gestellt hat? Das kann ich daraus da nicht sehen, aus dem Benutzernamen. Und vielen Dank für Ihre Frage. Ja, um Kosten, was ist da deine Einschätzung? Da habe ich jetzt diesbezüglich habe ich noch gar nie etwas gehört. Das ist ja bei der Gebäudeversicherungsprämie, dort ist sicher im Zusammenhang mit der Brandmeldeanlage, dass das gibt für GVZ kann Verbilligung geben, wenn man eine zertifizierte Anlage hat. Ist das nur GVZ? Vielleicht für Sie, die das nicht kennen, GVZ schafft für Gebäudeversicherung Kanton Zürich. Und das ist ja sehr kantonal geregelt, das ganze Feuerwehrwesen. Weißt du, dass ich weiß, die anderen Kantone? Nein, ich bin der Meinung, es ist schon schweizweit. Ist das schweizweit? Also, GVZ so? Habe ich jetzt einfach gesagt. Aha, ach so. Aber korrekterweise hätte ich müssen sagen, Gebäudeversicherung. Mhm. Und meiner Meinung nach tun Gebäudeversicherung schweizweit Prämienverbilligungen machen, wenn man eine Brandmeldeanlage oder eine Sprinkleranlage realisieren. Mhm. Das sind die Anlagen, die das Gebäude ja auch schützen tun. Die Ladestationen. Die machen eine zusätzliche Brandlast. Aufgrund von dem, dass wir aber ja keine Einschränkungen haben, dass man die soll dürfen installieren oder nicht installieren, wird es aber auch nicht zu einer Verteuerung kommen. Also ich bin der Meinung, das wird einfach neutral behandelt und gehe jetzt nicht davon aus, dass das weder eine Verbilligung noch eine Verteuerung wird geben in Bezug auf Gebäudeversicherung. Es ist ja auch ein Mehrnutzen, wenn man so ein Energieladelastmanagementsystem betreibt oder zur Verfügung stellt. Und inwiefern das mit der Versicherungsleistung zusammenhängt, ist noch schwierig, um irgendwie da einen Konsens zu finden. So, ja. Denke ich. Und vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Der Laptop mit der Frage ist auf deiner Seite. Ja. Ich frage dich nochmal, sind da weitere Fragen ein? Weitere Fragen sind aktuell nicht eingetroffen, nein. Okay. Vielleicht kommt noch die eine oder andere Frage, mit der noch ein bisschen Smalltalk machen. Elektromobilität, ich habe es vorhin angetönt, ist extrem im Wandel. Und ihr als grosse Investitionsfirma sind ja auch ein Bestandteil von diesem Wandel. Du hast gesagt, Stichwort Wasserstoff. Habt ihr schon Installationen gemacht in diesem Bereich? Oder bist du ein Fan von Wasserstoff? Oder willst du da lieber nichts sagen? Nein, also, neutral weder noch. Nein, ich bin relativ offen für jede Entwicklung, die irgendwie kommt. Oder? Und nein, wir selber haben noch keine Installationen gemacht in Bezug auf Wasserstoff. Was jetzt aber meiner Meinung nach ein Thema ist, ist sicher auch Kombination. Das heisst, ich kombiniere eine Ladestation, ich kombiniere eine PV-Anlage, ich kombiniere einen Batteriezwischenspeicher und oder auch für die weitere Zukunft, ich nehme die Elektrofahrzeuge sogar als Bufferung fürs Netz. Weil wenn ich jetzt einen Großteil, wenn ich jetzt eine grosse Tiefgarage habe und ich habe alles Elektrofahrzeuge dran, die nicht genutzt werden müssen, respektive ich kann durch die Managementsysteme, die es gibt, kann ich sagen, gut, ich brauche von meinem Fahrzeug, ich komme zurück, ich habe 90% Batterieladung vorhanden und ich brauche morgen am Morgen mindestens 50%. Dann kann natürlich bei Bedarf über die Nacht kann der Akku und 40% entleert werden. Und wenn man das jetzt nicht auf ein Auto anschaut, sondern über einen ganzen Bereich oder eine grosse Tiefgarage, wenn jeder nachher ein Elektroauto hat, dann ist das natürlich auch wieder eine weitere Buffermöglichkeit, die man hat.
diesbezüglich. Mhm. Das ist das, was ich auch angetönt habe, wo eben Phoenix-Kontakt sich sehr stark dort fokussieren in den nächsten mindestens 10 Jahren im Bereich von dem All-Society-Thema, eben die Sektorenkopplung, eben Direktmobilität ist ein Bestandteil von Smart Grid und umgekehrt. Und das ist genau die Wechselwirkung. Es gibt auch in der Firma, in der Schweiz, die Firma Ivitec in Kriens. Die machen da Schnellladestationen, ist auch ein Kunde von Phoenix-Kontakt. Und sie haben bereits schon bidirektionale Ladestationen entwickelt, verkaufen die auch in grösserem Stil. Leider ist der Markt da noch nicht so parat in der Schweiz oder generell mit Europa. Unsere Fahrzeuge, die europäischen Fahrzeuge, können das noch nicht in dem Sinn bidirektional laden. Die Ladestationen gehen auf Japan, weil die japanischen Marken können das schon und schon sehr, sehr lang und sehr, sehr erfolgreich. Und eben die Netzstabilität wird dann so gewährleistet. Wir haben noch weitere Fragen bekommen. Jawohl, wir haben jetzt noch mal Fragen bekommen. Nochmal vom Herrn Alexander Beck. Wie sieht es seitens VQF aus in Bezug auf mehrere Zuleitungen von verschiedenen Trafos in bereits vorhandene Einstellhallen? Gibt es dort bereits Regelungen oder Vorschriften? Ja, also die Herausforderung ist ja ganz klar. Ich kenne die Lösung von Invisia, die bietet das genau an, dass man eben so ein Energielade-Lastmanagementsystem nicht nur zentral eingespeisen kann machen, sondern eben auch dezentral verschiedenste Punkte, verschiedene vernetzen. Und das geht in die Richtung. Technisch ist das möglich, auch problemlos. Mit Standardkomponenten können Sie bestellen bei Invisia. Aber jetzt die Normung, und das hast du angesprochen, was sagt Norm da dazu? Norm sagt dort, es gibt einfach eine Zuleitung pro Gebäude. Also das heisst, wenn jetzt ein Gebäudebetreiber will mehr elektrische Leistung beziehen, dann geht das nicht, indem er parallel sein Haus ein zweites Mal einspeist, sondern dann muss er die Haupteinspeisung erhöhen. Sofern er Niederspannungsbezüger ist, dann hat er das energieliefernde Werk, das ihm die Niederspannung ins Haus bringt. Sagen wir jetzt zum Beispiel 630 Ampere. Jetzt langen ihm die 630 Ampere nicht mehr, er will 800 Ampere oder mehr. Dann muss er seinen kompletten Netzanschluss erhöhen. Und das ist auch die Herausforderung, wenn man es jetzt im Kleineren anschaut, weil die Gebäude, ich sage jetzt die Wohngebäude, Stockwerkeigentum oder Mehrfamilienhäuser, die sind natürlich gebaut worden für den Bezug, normal, elektrisch, wir sagen, schwergewichtig kochen, waschen, tümbeln, das sind so die grössten Bezüger. Jetzt kommen die Elektroautos. Mhm. Und jetzt haben viele Stockwerkeigentümer angefangen, da hat der erste Mal ausgebaut, der zweite Mal ausgebaut. Und in den letzten paar Jahren hat sich jetzt das so entwickelt, dass die Verwaltungen von diesen Stockwerkeigentümergemeinschaften, die erlauben es in der Regel nicht mehr, dass einfach einzeln ausgebaut wird. Also wenn der Bedarf kommt, dass man Elektroladestationen will installieren in seinem Mehrfamilienhaus, dann muss das über die Eigentümerversammlung geregelt werden und definiert werden, welches System wir entwickeln. Ich habe auch diverse Anfragen schon gehabt von Kunden, von Stockwerkeigentümern und habe dann immer darauf hingewiesen und gesagt, wir können schon kommen und etwas installieren, aber ihr müsst euch bewusst sein, ihr seid dort in den allgemeinen Räumen und wenn wir einfach etwas installieren tun, dann kann es zu Problemen führen. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Hauszuleitung gemacht ist für die Wohnungen, nicht aber zum plötzlich auch noch 10 Autos laden. Solange das einen ist, funktioniert das im grösseren Stil geht das nicht mehr. Aber das ist ja noch echt der Standard. Man hat irgendwie zwei Häuser in der Tiefgarage. Das ist ja eigentlich schon das Normale. Und jedes Haus wird eigentlich separat eingespeisen und irgendeine Tiefgarage macht irgendwie einen allgemeinen Zeller und ein bisschen Licht und so. Und das funktioniert. Das ist genau die Herausforderung, die Sie, Herr Beck, hier ansprechen. Und bei Herr Beck von der Firma Amag sieht natürlich immer einen ganz grösseren Kontext. Also seine Frage geht natürlich viel, viel mehr grösseren Umfeld. Ich würde vorschlagen, vielleicht könnt ihr auch euch dann speziell mal austauschen, weil das ist, glaube ich, wirklich eine ganz spezifische Frage. Aber technisch ist es mit zum Beispiel, was mir bekannt ist, mit der Invisa-Lösung problemlos möglich, verschiedenste Einspeisungen miteinander zu koppeln, zu winden. Dazu kommen auch unsere Messgeräte zum Einsatz. Das weiss ich. Die Invisa zum Teil auch unsere Energiezeller einsetzen. Genau, dass man dann die Energieflüsse kann messen und im Griff haben. Danke vielmals, Herr Beck, für die zweite spezifische Frage von Ihnen. Ich gebe dir wieder über. Du hast da den Laptop. Vielleicht sind noch weitere Fragen gekommen. Oder auch die Möglichkeit besteht ja auch, dass Sie Ihr Mikrofon öffnen können. Wir haben noch 12 Minuten vor 12. 12 vor 12. Vielleicht noch eine Frage nehmen, noch, wenn die noch reinkommt. Ja, aktuell reinkommt. Schriftlich ist nichts mehr gekommen.
Okay. Dann tue ich an dieser Stelle mal herzlichen Dank noch. Mache ich die Regie zu der Priska. Musst du dich da schon ein bisschen in die Kamera bewegen? Da ist sie, Priska. Danke vielmals auch immer für deinen grossartigen Support, den du uns da gibst, technisch. Und nochmal letzte Aufforderung, vielleicht mal schnell zu dir rüber. Ist noch eine Frage gekommen. Nichts mehr Neues. Dann würde ich vorschlagen, dass wir so langsam ein bisschen ausläuten in den Mittag. Kurz vor dem Mittag in dem Sinn wünsche ich mir einen guten und herzlichen Dank zuerst mal an dir auch, Tobias, dass du einmal mehr wieder da dein Know-how teilen und immer deine interessanten Inputs da uns weiterbringen. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind bei dem letzten Webinar in diesem Jahr zum Thema Elektromobilität. Wir sind schon voll in der Planung für Mobilitätsthemen nächstes Jahr. Zum Beispiel wieder DC-Ladestationen. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, generell im Betrieb von Ladestationen. Der Beat Keller von der Elektroswiss hat zugesagt, wir werden das nächstes Jahr wieder machen, weil auch da im Nachhinein noch doch einige interessante Fragen bei uns eingegangen sind. Dann werden wir sicher auch mit dir abmachen, also wir haben die Termine schon gefixt. Und was wir auch werden machen zum Thema Inlets, das sind die Steckdosen, die wir zum Beispiel in der Schweiz liefern, die Firma Designwerk, die dann das in die Lastwagen einbaut. Das werden wir bringen mit einer Schaltung auch direkt auf Österreich zum Beispiel, weil mein österreichischer Kollege bei Phoenix Kontakt, der tut die Inlets zum Beispiel liefern an eine Bootsfirma. Also es gibt bereits schon Elektroboote im grösseren Stil, Serienprodukte, wo die Steckdosen auch verbaut sind. Wir natürlich auch bei den Elektrobagger von der Firma Suncar zum Beispiel da in der Schweiz. Oder es gibt Elektro-TÜV in Italien, das ist die Energica. Der TÜV, wo auch die Steckdosen gebaut sind, werden da mal so ein Steckdosen-Thema machen, Schwerpunktthema, wie die Inlets verbaut sind. In diesem Sinne herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die ungeniert auch noch stellen. Und zwar gehe ich da mal schnell auf den Laptop. Da sind Sie auch unsere E-Mail-Adresse. Das ist auch Bestandteil auch in der Dokumentation, die Sie herunterladen können. Sie können jederzeit Ihre Fragen direkt an Tobias stellen oder eben wahrscheinlich auch an mich. In diesem Sinne herzlichen Dank und noch ganz einen schönen Tag. Auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals, auf Wiedersehen.